Hallo. Hallo. Hi, Nicole. Wow, sie wollte dir direkt einen Kuss ins Gesicht geben. Das ist ja auch wild. Machen das lesbische Menschen so? First Dates ist ein Format, bei dem sich wildfremde Menschen treffen, zusammen essen und gucken, ob sie daraus ein Date entwickeln oder nicht danach. Das ist ein Studioformat, umgebaut zu einem Restaurant. Sie müssen selbst die Essen bezahlen, was ich sehr weird finde, ehrlich gesagt, für diese Produktion. Wir hatten da schon super viele schöne Dates, wholesome Dates, cringe Dates, lustige Dates, schlimme Dates. Heute reagieren wir auf ein lesbisches Date, und zwar von Lisa und Nicole. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, zu welchem Date wir reagieren sollen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann geht's munter fröhlich weiter. Schaut euch einen Tee, einen Kaffee oder einen Snack oder so. Ich habe hier auch einen schönen Kaffee aus meiner schönen New York-Tasse aus im Starbucks aus New York. Es war so schön. Und ich würde sagen, wir springen rein in dieses Date von Lisa und Nicole. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie cringe es wird. Gebt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Ja, ich bin Lisa, bin 31 Jahre alt. Ich bin ein sehr humorvoller Typ und spontan. Also spontan ist, glaube ich, bei mir ganz oben. Das ist Lisa. Wirkt sympathisch, finde ich. Ich erwarte einen schönen Abend, tolle Gespräche und viel Lachen. Das ist mir sehr wichtig. Und im besten Falle wirklich eine hübsche Frau. Ich finde, sie wirkt erstmal sympathisch. Ich finde, das sind alles Ansprüche, die man erfüllen kann. Also ich meine, hübsch ist ja immer relativ und Geschmackssache, aber ich finde, erstmal wirkt das sehr solide. Hallo? Mag deine Zahnlücke. Nein, wirklich. Oh mein Gott, wieso sagt man sowas? Ich glaube, so eine Zahnlücke ist für jeden irgendwie eine Insecurity. Und wieso sagt man, ich mag deine Zahnlücke? Das ist genauso, wie man sagt, ich mag deinen Pickel. Ich hoffe, er hat es nett gemeint und ich habe das falsch interpretiert einfach gerade. Das ist ja wild. Das ist immer witzig, weil die Menschen, die Zahnlücke haben, mögen sie weniger als derjenige, okay. Der sie sieht. Er hat es ernst gemeint. Ich habe zwei Frauen stehen. Ja, Lisa und Nicole. Gut. Schöner Name. Ja, wo lebst du? Rand Berlin, Brandenburg raus. Okay. So. Wie ist in Berlin die Szene? Damals ganz gut, heutzutage, naja. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus. Okay. Ne? Ja, also ich bin selten. Von was für einem Alter reden wir? Ich bin jetzt 31, ab okay. 30 sagt man, ach, ausschlafen ist schöner. Bettli. Das denke ich jetzt schon. Ich bin 24 und bin so, ach, ausschlafen ist schöner. Ich bin aber auch kein Mensch, der jeden Tag feiern geht. Also ich weiß, in der Berliner Szene geht man so gefühlt jeden Tag feiern, am besten rund um die Uhr, alles Geld raussaufen. Ich kann das gar nicht. Also wenn ich einmal in den Club gehe, ich trinke sehr wenig Alkohol, vielleicht einen Drink. Also ich würde nicht sagen, dass ich wirklich saufe. Und ich bin am nächsten Tag so müde, der Tag ist gelaufen, als hätte ich einen Kater des Todes irgendwie gehabt. Ich verstehe das gar nicht. Andere stehen dann wieder auf und gehen nochmal feiern. Oder machen so ein Konterbier oder so. Ich kann das nicht. Aber es gibt mir irgendwie auch nichts, jeden Tag, jedes Wochenende feiern zu gehen. Ich mache das so einmal im Quartal oder so. Also ich kann sie verstehen und ich bin viel jünger als sie. Ich bin die Nicole. Ich bin ein sehr extrovertierter Typ. Vertreterin für Brustimplantate, das matcht irgendwie so ein bisschen. Wenn sie aus Berlin kommen, dann ist doch ein Match. Ich sage, was ich denke, kommt nicht immer gut an. Ich bin trotzdem empathisch, sehr fürsorglich. Ah, sie kommt aus Berlin. Ich hab's gar nicht gesehen gerade. I mean, match made in heaven. Was willst du mehr? Wie stellst du dir die Frau vor, die du heute kennenlernst? Auf jeden Fall feminin. Also, lange Haare, dunkle Haare am besten. Oh mein Gott, das ist ein bisschen lustig, wie sie einfach gerade Nicole beschreibt. Das finde ich ein bisschen sehr süß, ein bisschen lustig. Wenn die beiden heiraten und irgendwie Enkelkinder haben oder so, können sie immer erzählen. Ich habe deine Mutter beschrieben oder deine Oma beschrieben als Traumfrau und sie war direkt hinter mir und sah genauso aus. Oh, das ist süß. Bis jetzt liegst du richtig. Sie steht hinter Soll ich dir. Nicht Wo ich mich umgedreht habe, habe ich gedacht, oh Gott, ist die heiß. Wow. Also, wirklich. Hallo. Hallo. Hi, Nicole. Wow, sie wollte dir direkt einen Kuss ins Gesicht geben. Das ist ja auch wild. Machen das lesbische Menschen so? Hab ich noch nie in meinem Leben gemacht. So an den Mundwinkel hier, das war ja kurz vorm Mund. Du wurdest gerade beschrieben. Ja, ich habe das gehört. Ja? Ich freue mich sehr darüber. Auch dein Typ? Ach Gott, oh Gott. Mhm. Ja? Wow, okay, bei den beiden funktioniert ja richtig. Die wollen sich am liebsten mit ihren Augen schon ausziehen. Das ist ja Wahnsinn, okay. Das wird ein gutes Date, Leute. Das wird ein gutes Date. Die sah von hinten schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann hat sie sich rumgedreht. Ja, da war ich super zufrieden. Super zufrieden. Da, haben wir das schon mal hier bei First Dates gehört? Ich glaube, das ist das erste Date, wo beide so sind. Wow, amazing. Hi. Hi. Wo kommst du her? Rand Berlin. Rand Berlin. Brandenburg? Ja. Brandenburg? Ja. Ich komme aus Tegel. Nee. Doch. Die beiden gehen zusammen nach Hause, kannst du aber jetzt schon meinen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Hätten die keine Foundation drauf, würden sie jetzt rot werden wahrscheinlich. Ach, ich bin so froh, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Echt? Wenn ich den Kompliment machen darf. Ich bin so froh, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Ist ja eigentlich voll nett gemeint. Das ist eine wilde Formulierung, aber finde ich irgendwie. Also, ich weiß, besser geht nicht. Ja. Ja? Wow. Ja. Danke. Wow, wie sie hier rumschweren, wie lustig. Ich war so glücklich, wirklich. Ich war, ja, besser hätte es nicht kommen können. Eine Frage, isst du Fleisch? Ja. Gut, Gott sei Dank. Ich bin ja absolute Griller. Ich liebe Grillen zum Beispiel. Leidenschaftlich gern.
Vegetarier, okay, also wäre schwierig. Da kriegen wir ein Problem. Ich grill auch total gerne. Aber da lasse ich halt auch keinen ran. Ne? Also wenn, dann... Das ist ein Problem. Also das sind wirklich so Lesben-Probleme. Ich bin so, dann grill auch für mich. Alles gut, ich mache hier einen auf Pillow Princess und lehne mich zurück und lass mich hier bekochen. Gar kein Problem für mich. Und die so, ich will grillen, ich will arbeiten. Wir hatten überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten. Wir waren sofort im Game, wir haben uns sofort verstanden, hatten Gesprächsstoff. Besser hätte ich es mir nicht ausmalen können. Oh, das freut mich voll, weil irgendwie waren die bisherigen Dates immer so, dass eine Person hooked war und die andere gar nicht. Und die beiden wirken ja wirklich sehr zufrieden. Und das finde ich voll süß, dass sie noch beide aus Berlin kommen in der Nähe. Das ist doch alles wahnsinnig süß. Ich hoffe, das klappt bei den beiden. Also ich nehme die Kalbsbäckchen tatsächlich. Die Kalbsbäckchen? Die hätte ich jetzt auch genommen. Das ist ja hier Match Made in Heaven. Beide mögen die Kalbsbäckchen. Wenn sie jetzt noch ihre eigenen Bäckchen mögen, dann ist doch alles gut hier. Gefällt mir gut, was ich sehe. Ei, mir auch, wirklich. Ja. Also genau so, wie ich es eigentlich beschrieben habe. Das ist ja das Gruselige eigentlich daran. Ich finde halt, also ich habe es auch zugeschrieben. Nicht, dass es so krass tätowiert, das ist schon wow. Schädlich. Um Gottes Willen, gefällt mir sehr. Aber ich wusste nicht, dass es das so trifft. Oh, das ist voll süß. Ah, das ist richtig, richtig, richtig süß. Sie sah halt gut aus. Und meine Angst war, sie sieht gut aus. Was kommt da jetzt Negatives? Also es hätte auch sein können, die ist wunderbar. Und dann ist der Charakter aber nicht, dass man auf einer Wellenlänge ist. Dann hat man Gesprächspausen und alles schleppt sich so dahin. Oh mein Gott, wie süß das ist. Ich bin auf diese am Ende gespannt, wenn man sieht, ob die noch zusammen sind oder nicht. Also ob die noch was gemacht haben zusammen. Ich hoffe doch, das ist ja richtig wahnsinnig süß hier alles. Machst du beruflich? Bin ich in, also ich bin im Außendienst und bin im Vertrieb für Brustimplantate. Nein. Silikonimplantate sozusagen. Echt? Plastische und ästhetische Chirurgie. Da musste ich ja kurz überlegen, was ich jetzt sage, ob ich jetzt mal... Wieso? Haben wir was nicht mitbekommen? Oder ist es ein Problem? Oder also was? Hä? Selber auch welche? Tatsächlich ja. Allerdings muss ich sagen, bevor ich diesen Job gemacht habe. Also ich habe die schon länger. Einfach weil ich mal viel Sport gemacht habe. Und dann war alles weg. Hört man ja mal anfassen. Wie die direkt flirten mit Anfassen und so. Das, also ist süß. Ich finde es wirklich, wirklich süß. Ich habe eigentlich die Implantate gemeint als Muster, die wir den Kunden zeigen zum, ne? Nicht hier. Ja, genau, das könntet ihr alle sagen. Ja, ja, ja. Schläfst du hier oder fährst du zurück? Nee, ich bin ja heute 6 Stunden gefahren und ich schlafe mit dir. Bist du alleine oder hast du jemand mit? Nee, ich bin alleine. Das finde ich natürlich die Nicole ganz toll, dass du alleine bist. Kannst du gleich mal hier Beischlaf leisten hier. Wollen wir da noch einen trinken gehen können? Ja, das war jetzt gleich ein bisschen zu doll, weil da ist nun schon jemand da. Das stimmt. Wir können ja mal gucken. Oh, ich find's voll süß. Ich habe auch lesbische Freunde, deswegen weiß ich, da ist irgendwie voll das Klischee bei Lesben, dass sie sofort heiraten beim zweiten Date gefühlt schon und umziehen und alles drum und dran. Aber die beiden haben sich ja wirklich gefressen hier. Kochst du? Nee. Kein Interesse. Kein Interesse? Ich koche echt gern. Ich esse auch gerne, aber ich sag tatsächlich, ich koche auch leidenschaftlich gern, weil ich gerne auch Sachen ausprobiere, weißt du? Oder koch was nach, ich hab 1000 Küche. So Experimente, oder? Ja. Kannst du mal zum Essen vorbeikommen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen wortkarg. Ich find's richtig süß, wie sie so immer flirten die ganze Zeit. Ich find's richtig süß irgendwie. Ich freue mich auch, wenn du kommst. Das hört sich wirklich super an. Hammer. Okay. Die hat schon leer, die Nicole. Ich koche Saustall, dann wird gemeinsam gegessen. Ich chille auf der Couch. Lisa räumt auf. Hammer. Bestes Szenario. Die Frage muss ich dir stellen, aber du stehst nur auf Frauen. Ja. Ja? Also was sonst? Nichts. Naja, so ein Zwischending oder so. Also wirklich nur. Ach so, ja. Nein, um Gottes Willen, nein. Nee, dass das jemand Bi ist oder sowas, das wäre für mich. Also, das würde ich ausschließen. So cool diejenige auch wäre. Damit kannst du nicht konkurrieren, das möchte ich auch nicht das Gefühl haben. Ich finde das ein falscher Gedanke irgendwie. Also ich finde klar, das ist immer dieses Klischee, wenn man Bi ist, hat man die ganze Palette und hat viel mehr Konkurrenz. Das finde ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn wir sagen, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, davon sind angenommen 4 Milliarden Männer, 4 Milliarden Frauen zum Beispiel, jetzt mal so ganz grob runtergebrochen. Und alles dazwischen logischerweise, ich bin nicht gut in Mathe, deswegen machen wir es lieber so. Also du willst mir ja nicht sagen, dass dann alle 4 Milliarden Männer auf dich stehen und wenn du Bi bist, auch alle 4 Milliarden Frauen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das ist immer so ein Klischee, was ich finde, was gar nicht stimmt. Nur weil du mehr Auswahl hast, stehen ja nicht mehr Menschen auf dich oder andersrum. Du siehst wirklich, wirklich hübsch aus. Also, das war voll süß. Kann ich schon was zurückgeben. Ey, die haben doch schon hier gerade mit den Augen Knickknack. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie sich schon ausgezogen haben mit den Augen. Ich habe auch gedacht, dass Lisa mich beim Foto küsst in der Fotobox. Hat sie ja nicht getan, aber ich glaube, sie hat sich nicht getraut. Also ich habe schon einen Blick gesehen, die kam halt auch ein bisschen näher, aber kam halt nicht dazu. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das hält die Spannung noch komplett oben.
Aber ja, ich glaube, ich hätte es mir schon gewünscht. Okay, bei den beiden Kindern ist das ja so unfassbar, dass ja sogar ich mit zwei Tomaten auf den Augen, der keinen Sinn dafür hat, aber das ist ja Wahnsinn, wow. Ich hatte wirklich vor, sie zu küssen, weil ich sie wirklich sehr attraktiv finde und sehr anziehend, aber habe mich dann doch zurückgelehnt und dachte, nein, du ziehst es noch ein bisschen raus. Doch auch für Nicole und Lisa ist die Zeit nun leider um. Die Rechnung naht. Ich glaube irgendwie, entweder bezahlt Lisa bei der Rechnung jetzt oder sie machen Hälfte-Hälfte und sie sagen so, ich lade dich noch auf einen Drink ein. Das können wir so verrechnen oder so ein Zeug. Wisst ihr, wie ich meine? So auf die Art. Ich glaube, irgendwie so wird das laufen. Ich würde dich gerne einladen. Ach, ist es so lustig, wie ich jede Folge recht habe. Okay, danke dir. Weil ich wirklich... Ich revanchiere mich zu gegebener Zeit. Siehst du? Heute Abend auf einen Drink. Ja? Oh mein Gott, wie ich alles gerade vorhergesagt habe, ne? Call me First Date Scott, wirklich. Machen wir wirklich? Okay. Klar. Von Lisa würde ich tatsächlich gerne noch erfahren, so wie ich sie kennengelernt habe, ob sie wirklich so ein Mensch ist oder ob sie sich verstellt. Und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit bekomme, das kennenzulernen. Also ich hätte Lust, dass es weitergeht und eventuell noch viele folgende Dates haben, weil es echt spannend und spaßig mit ihr ist. Sie haben gerade ein Schloss bekommen. Das können Sie gleich in Köln an diese Brücke da, dahin machen da halt. Ich möchte jetzt wissen, was passiert ist. Ich hoffentlich haben Sie irgendwas eingereicht, rückblendenmäßig also oder so. Also ich fand das Date wunderschön, also besser hätte ich mich nicht treffen können. Das war, wir haben viel gelacht, wir hatten viele Gemeinsamkeiten und es hat einfach harmoniert. Und ja. Also ich kann das nur bestätigen, er hätte sich überhaupt nicht besser treffen können. Und dann ist der coole Charakter halt und auch noch absolut Wahnsinnsoptik. Also ich bin zufrieden mit heute. Ich finde das voll schön, wenn sie so diese Komplimente widerspiegeln können. Das macht ja voll was so Selbstbewusstsein. Finde ich voll süß. Ich möchte jetzt wissen, was ist jetzt hier los? Es gibt ein zweites Date, oder? Ja, absolut. So voll. Ich nehme auch ein drittes noch. Oh, das ist so süß. Ja, ich möchte ein zweites Date und das ist die Quittung. Oh mein Gott, das war der Kuss. Oh mein Gott, wie süß. Ah! Jetzt gehen wir noch was trinken. Ich glaube, First Dates ist auch gerade so, ja, geil. Für die Kamera, geil. Bei Lisa und Nicole knistert es weiterhin gewaltig. Oh. Die beiden waren sogar schon in Venedig. Oh, wie cool. Die Zeichen stehen gut, dass es etwas Ernstes werden kann. Warte. Zeichen stehen gut, dass es ernster werden kann. Sie waren zusammen in Venedig und sind noch nicht zusammen? Oder wie sehe ich das jetzt gerade? Das ist ja wild. Wie süß! Ah! Okay, Leute, das war doch mal eine wunderschöne Folge heute hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Gebt mal in die Kommentare, schreibt, ob ihr noch weitere Empfehlungen für mich habt, auf die wir reagieren sollen. Ansonsten lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, würde mich wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.